In diesem Video zeigen wir euch, wie eine Stahlbetonwand hergestellt wird. Verwendet wird hierzu die Rahmenschalung Manto der Firma Hünebeck. Im ersten Schritt wird die Wand in ihrer Lage eingemessen und mit einer Schlagschnur auf die Rohdecke markiert. Die roten Kreidestriche stellen später die Wandaußenkanten dar. Eingeschlagene Abstandshalter entlang der Markierung erleichtern das nachfolgende Stellen der Schalung. Die Großtafeln werden mit dem Kran verhoben und nebeneinander ausgelegt. Als Anschlagmittel am Kran wird hierfür ein spezieller Transporthaken verwendet, auch Kralle genannt. Richtzwingen werden dann rückseitig befestigt, um die Schalelemente miteinander zu verbinden und grob in ihrer späteren Flucht auszurichten. Wenn die Schalung für den entsprechenden Wandabschnitt zusammengebaut ist, wird die Schalhaut gereinigt, mit Schalöl behandelt und nicht verwendbare Ankerlöcher mit Stopfen geschlossen. Bevor die Schalung gestellt wird, montieren die Mitarbeiter ihr späteres Arbeitsgerüst rückseitig an der Schalung. Hierfür werden Laufkonsolen eingehängt, Dielen ausgelegt und ein dreiteiliger Seitenschutz mit passendem Geländerpfosten angebracht. Nun kann die Vorstellschalung an die zuvor markierte Wandposition verhoben und mit Richtstützen vormontiert werden. Die Ausrichtung der Schalung lässt sich mit den Richtstützen im Nachgang justieren. Auf der Schalhaut wird dann der Meterriss angetragen, um die spätere Wandoberkante zu ermitteln. Im nächsten Schritt werden die Stirnseiten der Wand mit Ausgleichsholz und weiteren Richtzwingen in der späteren Wandstärke zugeschalt. Zusätzlich werden innenseitig Halfenschienen eingebaut, um später angrenzendes Mauerwerk mit Flachankern einbinden zu können. Als nächstes wird die Bewehrung eingebaut. Hierfür werden die Stabeisen zunächst liegend an den späteren Kreuzungspunkten von Quer- und Längseisen markiert. An den Kreuzungspunkten werden dann die Eisen beim Einbauen mit Bindedraht verrödelt. Abstandshalter aus Faserzementbeton, die an den Eisen eingehängt werden, gewährleisten die benötigte Betondeckung als Abstand der Bewehrung von der späteren Betonaußenseite. Bevor die zweite Lage der Längs- und Quereisen folgt, wird die Randverbügelung gemäß Planung eingebaut. Die gelben Sicherheitsprofile schützen bei den Arbeiten vor scharfkantiger, herausstehender Anschlussbewehrung. Vor der Betonage werden diese entfernt. Es folgt nun die zweite Lage der Bewehrung nach dem bisherigen Vorgehen und abschließend werden die beiden Lagen mit S-Haken verbunden. Hüllrohre aus Faserzementbeton werden anschließend an den Stellen eingebaut, wo Ankerstäbe die Vorstellschalung mit der gegenüberliegenden Zustellschalung zusammenhalten. So können die Ankerstäbe nach der Betonage wieder entfernt werden. Die zweite Wandseite wird wie zuvor mit der vorbereiteten Schalung zugestellt und mit Ankerstäben und Muttern fixiert. Die Wand ist nun bereit für die Betonage.